Ja, hallo und willkommen mal wieder zu einem Video. Heute geht es mal wieder um Nachschubsbeschaffungsmaßnahmen, aka Heu-Video. Ich habe wieder ein paar Sachen bestellt, ein paar Sachen sind wieder dazugekommen. Ich habe aus meinem letzten Video es noch nicht mal geschafft, die Polybags auszupacken, habe aber doch, weil die Verkäufe im Moment sehr gut laufen, wieder ein bisschen was nachbestellt. Und nach möchte ich jetzt versuchen, erstmal Punkt 1, das alles wieder abzuarbeiten. Und das nächste, was ich jetzt wieder angehen möchte, ist, ich würde mir schon sehr gerne wieder wünschen, ein paar mehr Videos wieder zu machen. Im Januar hatte ich, lasst mich nicht lügen, 6 Videos und im Februar waren es dann schon 10 oder 11 Videos. Also es ist ein bisschen aufwärts gegangen, aber natürlich war meine Frequenz mal ein bisschen höher, weil ich auch mehr gemacht habe. Aber gestern zum Beispiel den Livestream, das war ja ganz nett. Wir hatten 7 Bestellungen zu packen. Und das waren sehr kleine und gemütliche Bestellungen. Das habe ich dann live ein bisschen im Keller gemacht. Waren auch viele Leute von euch mit dabei. Für meine Verhältnisse viele. So zwischen 30 und 40 Leuten waren in der Regel dabei, die 2,5 Stunden. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr nett. Hat mir Spaß gemacht. Und das Schöne an Livestreams ist ja immer, dass ich Fragen direkt beantworten kann. Es ist ja auch häufig dann, wenn ich mal was baue, was wir vielleicht auch mal wieder machen können, dass man dann Fragen zu Bricklink stellen kann, die ich dann sofort beantworten kann oder am Monitor zeigen kann. Genauso würde ich mir wünschen, dass ihr mir noch weiter mal wieder unter die Kommentare schreibt, welche Themen sind denn noch unklar zu Bricklink, wo kann ich vielleicht noch mal ein Video drüber machen, was kann ich noch mal sagen. Ich beschäftige mich ja doch sehr viel mit dem Thema und das war dann so ein kleines Tutorial-Video machen oder einfach noch mal auf Dinge eingehen. Wir hatten ja mal so Serien, dass ich 5 Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wisst, so nach dem Motto, ihr wisst, was ich meine. Also wenn noch irgendwelche Themen unklar sind, die jetzt nicht unbedingt in Thema Rechts- oder Steuerberatung gehen, also wirklich mehr die technischen Fragen zu Bricklink, Bricksync, Brickstore und alles, was damit zusammenhängt, dürft ihr mir die gerne stellen. Bevor ich jetzt aber viel quatsche, es wird gar nicht jetzt großartig viel. Ihr wisst ja immer, wenn ich was Ausgepacktes euch hier hinlege, ist es meistens 50% von Kaufland. Das ist immer noch aus der letzten Kaufland-Aktion übrig. Das habe ich jetzt einfach mal dreimal mitgenommen, weil das Part-Out-Value bei 50% definitiv in Ordnung ist. Die 41.739, das sind hier diese kleinen Zimmer. Und nicht die besten Teile, nicht die schlechtesten Teile. Das ist wirklich 30 Euro für 3 Kisten und kann man mal mitnehmen, um einfach ein bisschen Lots reinzukriegen. Friends-Sets haben ja traditionell verdammt viele Lots. Ich packe auch direkt alles nach unten. Es ist für mich in Ordnung. Ich kaufe gerne, nicht gerne Friends-Sets zum Ausparken, aber ab einem gewissen Wert ist es definitiv gut. Und gerade diese einzelnen Zimmer, die sie bei Friends haben, tatsächlich ist das Part-Out-Value auch so oder so gar nicht so übel. Nichtsdestotrotz nichts, was ich jetzt irgendwie zwangsläufig bestellen würde, aber wenn man mal da ist und sie haben es gerade da, warum denn nicht? Dann haben wir jetzt 2 Päckchen von Amazon und da habe ich 2 Sachen gekauft. Das eine wirklich nur, obwohl es nicht überragend war, um ein paar Lots reinzukriegen. Das andere soll dreimal ausgepartet werden und einmal lege ich es mir für mich zurück. Ich habe so eine kleine, mittlerweile kann man schon von einer Sammlung reden, dass ich so eine kleine Sammlung an original verpackten Sets habe, einfach weil ich sie haben möchte. Auch eigentlich gerne bauen möchte, aber ich komme einfach nicht zum Bauen und deswegen liegen die dann hier in meinem Reserve-Stock, nennen wir es mal. Und genau zu dem Set hatte ich auch einen Post gemacht. Das ist hier das Set 76280, das Duell mit dem Sandman. Tatsächlich ist das Part-Out-Value in Ordnung, also Spider-Man versus Sandman Final Battle. Und gerade die Figuren da sind interessant. Es sind zwar nur 3 Figuren in dem Set. Es hat jetzt, glaube ich, auf Amazon 23 Euro gekostet. Hatte ich euch gepostet, das Angebot. Ich kann ja einmal gucken, ob das Angebot immer noch aktuell ist. Falls ja, packe ich es euch nochmal unter das Video heute, weil ich fand es wirklich ordentlich. Genau. Ja, es ist immer noch mit 37% Rabatt, 23,99 €. Man kann es 4-mal kaufen. Was ich auch getan habe, ich werde es halt wirklich dreimal in den Store packen und einmal werde ich es für mich aufheben. Müll kann ich erstmal dahin. Einmal nach unten, dreimal, so. Und da ist dann wieder die Sache, man kann halt 4 auf einmal bestellen. Ich kann euch das ja einmal hier aufmachen, das Fenster. Da haben wir halt hier diese Seite, 4-mal bestellen. Zuletzt gekauft am 2. März, also ganz aktuell. Und bei dem Set
muss ich tatsächlich sagen, die Teile sind zwar nicht überragend, aber die Figuren reißen es schon wirklich raus. Wenn die Frage kommt ja häufig, wie meinst du das, wie machst du das? Wir können ja einfach mal kurz drauf eingehen und geben im Brickstore einfach mal die 76280 ein. Gucken nur ganz groß drüber, es soll jetzt kein Analysevideo geben. Aber auch da, wenn ihr Interesse habt, nochmal öfter diese Analysevideos zu sehen, schreibt mir das gerne. Zu welchem Set interessiert euch das? Was denke ich davon? Dann kann man sowas mal kurz einbauen. Genau, wir gucken mal, ob das funktioniert heute, dass wir uns die Preise herholen. Funktioniert. Also, wir haben einen Part-Out-Value für, also wir zahlen erstmal das Wichtigste, worauf man guckt, ist, wir zahlen 23 Euro und ich versuche immer einen Teilepreis von unter 10 Cent das Stück zu halten. Das ist ein grober Richtwert, auf den man am Anfang einmal gucken kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier, ich zahle 24 Euro, 23,99, möchte ich Minimum 250 Teile haben, also dass wir knapp unter 10 Cent pro Teil sind. Das ist hier gegeben. Wir haben 342 Teile in 117 Lots. Und was auch noch so eine Frequenz ist, auf die ich achte, ist, ich möchte schon gerne versuchen, pro 10 Euro eine Minifigur zu haben. Das heißt, bei 23 Euro bräuchten wir 2,3 Minifiguren Minimum oder 24 Euro 2,4 Minifiguren von meiner internen Faustregel. Ob die Sinn macht oder nicht, ist immer von Set für Set unterschiedlich. Aber das sind so, ich versuche nochmal zu erklären, wie meine Denkweise ist. Also Teilepreis 24 Euro, 240 plus Teile haben wir. 24 Euro, mindestens 2,4 Figuren. Wir brauchen drei, auch wichtig. Dann kann man natürlich noch gucken, wie exklusiv sind die Minifiguren, was gibt es für Vergleichswerte, etc. pp. Und dann kann man schauen, was ist denn das Part-Out-Value? Das Part-Out-Value haben wir jetzt 80 Euro hier momentan. Und dann guckt man natürlich, das erste, was ich mache, sind die drei Minifiguren. Im 6-Monats-Durchschnitt würden sie mir 25,80 € geben. Das ist das dritte, worauf ich achte. Wenn der 6-Monats-Durchschnitt der Minifiguren über dem Einkaufspreis ist, ist das immer schon mal super. Das heißt nicht, dass ich zum 6-Monats-Durchschnitt dieses Set, diese Figuren verkaufen werde. Aber ich kann sie zu dem Preis verkaufen. Natürlich, Minifiguren sinken jetzt erstmal im Preis, das heißt, die werden günstiger. Ich kann sie aber auch teurer reinstellen, sie erst verkaufen, wenn sie nicht mehr im Markt verfügbar sind, weil irgendwann geht der Preis auch wieder nach oben. Aber es sind ja nur Richtwerte, um zu gucken, ob sich lohnt, das Set zu verkaufen. Auch hier dieser Lizard ist eine verdammt beliebte Figur. 154 Mal wurde er verkauft. Die günstigste war 9,18 €. Das heißt, wir geben jetzt hier ein, 9,18 € war der günstigste Verkaufspreis. Trotzdem wurde sie genauso oft verkauft, wie sie angeboten wurde. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Figur wirklich sehr beliebt ist. Der Spider-Man hier wurde 600 Mal verkauft. Das günstigste war halt in neu 3 Euro. Das heißt, wir gehen von 5 auf 3 Euro runter. Und wir gehen bei dem Electro 25 von 309. Der ist jetzt nicht so beliebt, obwohl er auch so in der Form exklusiv in diesem Set ist. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das günstigste war 5,40 €. Das heißt, bei dem gehen wir auf 5 Euro runter. Und würden wir zu dem günstigsten Preis verkaufen, hätten wir 17,18 €. Was immer noch nah genug dran ist. Ja, und so habe ich dann gesagt, okay, selbst wenn ich die Figuren super günstig anbiete oder so, zum günstigsten Preis, für den sie bisher verkauft wurden, wäre ich nur 7 Euro unter dem Verkaufspreis und hätte dann halt immer noch diese ganzen Parts hier übrig, die übrigens in guten Farben sind. Also wir haben vor allem sehr viel Dark Tan mit drin, was immer sehr gut ist. Wären aber dann immer noch 359 Teile mit einem Wert von 54 Euro im Durchschnitt. Und wenn wir jetzt noch einmal nach Farbe sortieren, das ist das Letzte, was ich gucke. Wir haben viel Schwarz, was eine gute Farbe ist. Pins gehen immer weg. Wir haben Dark Bluish Gray, was eine gute Farbe ist. Dark Brown und Dark Orange, Dark Tan und so zieht sich das hier durch. Light Bluish Gray, Rot und Reddish Orange. Reddish Orange ist natürlich jetzt noch sehr teuer, weil es eine neue Farbe ist. Kommt auch nicht in vielen Sets vor, das Teil. Deswegen kostet es noch ein bisschen mehr, wird auch im Preis fallen, aber es ist auch dann die neue Farbe mit dabei. Und dann kommt noch sehr viel Tan, Trans Clear. Und am Ende die schwächste Farbe ist sicherlich das Gelb. Aber nichtsdestotrotz hat das Set wenige Fehlfarben. Wir haben kein Purple, wir haben kein Dark Türkis, kein Bright Pink, kein normales Pink. Ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend fand ich, ist das Set vor allem zu dem Preis, wie wir es jetzt hier haben, wirklich solide zu kaufen. Ich habe es mir jetzt viermal geholt.
Ich bin am Überlegen, ob ich es mir vielleicht sogar nochmal viermal hole und dann siebenmal ausparte. Natürlich werde ich die Minifiguren nicht schnell los, vor allem Spider-Man und Electro nicht. Der Lizard ist sehr beliebt, der wird wahrscheinlich schnell verkauft werden. Aber wenn ich den Lizard für 10 Euro verkaufen würde, hätte ich ja schon wieder 40% vom Einkaufspreis drin. Und dann nochmal kurz ins Haul-Video eingebaut. Viele von euch langweilt das ja, manche finden es gut. Das Schöne ist an dem Video ist, ihr könnt ja vorspulen. Aber ja, einmal erklären, warum das für mich Sinn gemacht hat, mir dieses Set auf Amazon zu holen. Wie gesagt, die Aktion gilt, stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, auch noch. Und vielleicht sagt sich der ein oder andere, jo, mache ich auch. Vielleicht sagt ihr auch, um Gottes Willen, nein, da finde ich andere Sachen, die besser sind. Der nächste Karton ist ebenfalls von Amazon. Das ist jetzt so eine Bestellung, das analysiere ich jetzt nicht, da ich kann ja trotzdem einmal das Part-Out-Value aufmachen, einfach nur über Brickmerch. Und zwar habe ich hier das Set, hatten sie mit 50% Rabatt, die 60359 von Stunt. Da haben wir dann wirklich keine so tolle Figur, es hat einfach schlechte Farben mit dem Lila mit dabei. Aber nichtsdestotrotz ist es dann, es sorgt mal für ein paar ordentlich neue Lots bei mir, auch in den schlechten Farben. Und ich mag einfach diese Abwechslung. Das Set hat mich 10 Euro das Stück gekostet, 50% Rabatt, kostet eigentlich 20 Euro. Ich finde tatsächlich diesen Helm ziemlich cool, der da drin ist. Aber ansonsten ist das gar nicht so die große Kaufempfehlung. Wir haben hier ein Part-Out-Value von ungefähr 2,5 bis 2,7. Ich habe es mir trotzdem viermal mitgenommen, weil es halt für meinen Store ziemlich viele neue Lots hat und weil es klein ist und schnell auszuparten ist. Und auch das ist im Moment bei mir ein Kriterium, um zu entscheiden, welche Sets ich einkaufe. Es geht bei mir im Moment auch stark danach, dass die Sets schnell auszuparten sind, weil ich einfach aufgrund meines Berufes momentan wenig Zeit habe, vernünftig große Sets auszuparten. Auch wenn es sich mehr lohnt. Also die Größen, die ich jetzt hier auch noch liegen habe, sind dann hier so ein Technik-Set oder mal ein Mac hier von Darth Vader. Das Friend-Set, was ich euch eben gezeigt habe. Einfach kleine Sachen, die ich schnell ausparten kann, weil ich nicht so viel Zeit dafür habe. Die nächste Box ist die größte und schwerste. Habe ich mal wieder bei den Steinehelden bestellt. Hier muss ich zugeben, ich weiß, dass hier auch wieder ein Mac drin ist. Ansonsten habe ich vergessen, was ich gekauft habe. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, doch, ich habe auch. Hier ist auch ein Set, was ich wieder selber aufbauen möchte. Ähnlich wie das Spider-Man-Set. Und das habe ich dann, glaube ich, auch nur einmal gekauft für mich. Aber gehen wir doch einfach einmal von oben nach unten durch. Wir haben wieder eine Menge Müll. Das gehört so dazu. Wir haben eine Karte. Und was haben wir hier drin? Ein Lego-Karton. Ein Karton und Karton, das mag ich immer sehr. Da habe ich gekauft, das ist hier dieser 10 Euro Mac, habe ich viermal gekauft, die 71805. Da ist das ähnlich. Es sind einfach vier Minifiguren in einem 10 Euro Set. Ich probiere es mal. Die Minifiguren werden den Markt wahrscheinlich überfluten. Aber warum nicht? Im Zweifel kann ich die ausparten und die Hände einzeln noch verkaufen und die Arme als Ersatzteile. Man kann ja viel damit anfangen. Also auch wenn man hier vier Minifiguren drin hat, die sehr häufig vorkommen werden, hat man ja nichtsdestotrotz immer noch die Option zu sagen, es sind unbedruckte Arme und es sind gelbe und lilane Hände, dass man auch die Arme und Hände wirklich als Ersatzteil verkauft und die Torsos einzeln erstellt. Also man hat Optionen, auch wenn ich das vielleicht nicht machen möchte, aber die Optionen sind da. Es ist, wie gesagt, viermal dasselbe Set. Auch wieder da, einer der Einkaufsgründe, zusätzlich zu dem vielleicht okayen Part-Out-Value, wobei das bei dem Set gar nicht so überragend ist, trotz der vielen Figuren. Aber einer der Gründe war dann wieder, es ist einfach schnell auszuparten für mich. Jetzt kommen wir zu dem Mac, den ich eben erwähnt habe, ähnlich wie der Darth Vader Mac. Da muss ich sagen, habe ich gedacht, ich hätte ihn dreimal bestellt, habe ich auch. Den habe ich bestellt tatsächlich wegen den beiden lieben Kollegen von Boba Brick. Viele Grüße an euch da. Den YouTube-Kanal gucke ich auch gerne. Und als ich überlegt habe, welche kleinen Sets kann ich mir denn bestellen, die ich trotz meinem aufwendigen Hauptjob im Moment ausparten kann, welche da in Frage kommen. Da haben die gerade ein Video gemacht, dass sie den ausgepartet haben. Da habe ich gesagt, komm, dreimal nehme ich den mit. Und dann habe ich was Gemütliches abends, was ich bei einer Serie ausparten kann während einer Folge.
Und auch hier ist wieder das Kaufkriterium. Es ist eine tolle Figur. Die Teile sind okay. Part-Out-Value ist gut genug. Und Hauptkriterium, es ist so klein, dass ich schnell und vernünftig ausparken kann. Dann das nächste, was wir hier haben, an den konnte ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, ist hier sowas Elemental Mac. Den hatte ich mir eben noch angesehen und hatte überlegt, mir den nachzubestellen. Tatsächlich soll man dann hier, sehe ich gerade, die Macs miteinander kombinieren können. Das ist natürlich auch ziemlich fancy. Aber den habe ich mir auch dreimal zum Ausparken bestellt. 1, 2, 3. Gleiche Grund wie bei den anderen Sets. Part-Out-Value ist nicht überragend, aber okay. Aber es ist schnell auszuparten, was ich zwischendurch machen kann. Dann habe ich zweimal von Lego Dreams. Den habe ich nur zweimal bestellt. Ich wollte wieder ein paar Dreams-Figuren reinbringen. Da sind ein paar lustige neue Teile drin, die ich noch nicht habe. Bringt mir ein paar neue Lots. Die Farben sind so lala, aber gerade hier die Flossen sind diese neuen Pflanzenteile in einem coolen Blauton, das es jetzt nicht häufig in einem Set gibt. Und das ist einfach mal ein Testkauf. Deswegen habe ich das Set nur zweimal gemacht. Und dann habe ich pro Set vier von diesen neuen Pflanzenteilen. Plus zweimal diese Figur, die finde ich ganz cool eigentlich. Und hier so ein kleiner Bösewicht ist auch noch mit dabei. Und da kann ich dann mal gucken, ob die überhaupt in Frage kommen oder nicht. Das ist auch ein Set so günstig, das habe ich ohne Analyse gekauft. Ach genau, und ein Grund, warum ich das genommen habe zweimal ist, wenn man für Summe X bei den Steinehelden bestellt hat, hat man kostenfrei dann noch so eine kleine Dreams-Tüte bekommen. Und da habe ich gesagt, warum denn nicht? Ne? Zum Testen ist es eh in Ordnung. Und dann habe ich hier noch die Polybag kostenfrei dabei bekommen. Und wo wir vom Thema Polybag und Ausparten reden, habe ich hier noch diese Disney Princess Polybag gekauft, die neue. Was ich ganz cool finde, ist, die Frisur, die blonde, lässt sich natürlich verkaufen. Das kriege ich hier den Fokus nicht hin oder es reflektiert so das Gegenlicht. Aber es ist noch ein Hase, ein Eichhörnchen drin, ein paar bedruckte Teile, ein paar coole Teile zum Baumbau und auch die neuen Pflanzen sind hier mit drin, zumindest zwei von den neuen Blättern. Und da habe ich dann, ich weiß gar nicht wie viele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal habe ich mir die Polybag gegönnt. Ähnlich wie die Polybag von dem Hund, einfach schnell zum Ausparken. Und das letzte, was hier im Karton ist, rums, und dann sind wir durch mit dem Video, ist, und den werde ich selber bauen. Viele von euch kennen ja jetzt schon meinen Coal-Fetisch und den Coal-Mac habe ich gedacht, ich muss mir auch mal was gönnen und möchte mir tatsächlich auch mal wieder selber was aufbauen. Und der gefällt mir wirklich sehr gut. Der erinnert mich auch so ein bisschen, hat einer mal bei mir im Livestream geschrieben, so ein bisschen an die Power Miners Welt. Und vielleicht machen wir doch einfach heute oder morgen Abend nach meinem Spätdienst einen kurzen Bau-Livestream, wo ich eure Fragen beantworten kann. Und dann habe ich sogar zwei schöne Sets, wo dann mal die Chance groß ist, dass ich fertig werde an einem Bau-Livestream Abend, oder? Oder doch, das traut er mir ja wohl zu, dass ich die zwei Sets an einem Livestream Abend schaffe. Ich bin zuversichtlich. Wobei hier würde ich ja alle drei dann wahrscheinlich bauen wollen. Aber trotzdem würde ich das hinkriegen. Und dann kann man nebenher, wie ich das eben so gemacht habe, einfach so ein bisschen hier durch im Livestream, während ich baue, alle Fragen, die dann zu Bricklink sind, können wir dann einfach rüberschwenken. Man kann hier so ein bisschen durch die Settings durchgehen und so weiter und so fort. Ne? Ihr kennt das ja. Und wenn dann Fragen sind, können wir die sofort live, während ich baue, beantworten. Und ich denke mal, mit den beiden kleinen Sets hätten wir dann auch gut was, was wir da einbauen können. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir alles ausgepackt, was ich bestellt habe. Es ist zwar noch mehr auf dem Weg, aber weil ich immer so viel quatsche, möchte ich auch nicht immer die 30-Minuten-Videos raushauen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich wieder aktiver auf YouTube sein kann. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Muss ja nicht wie früher jeden Tag ein Video sein, aber vielleicht schaffe ich es jeden dritten Tag. Wenn ich mal mehr Zeit habe, vielleicht auch öfter. Wir gucken mal, ein paar Livestreams zwischendurch einbauen. Und ich habe auch noch das Ziel, ich habe jetzt genug Material da. Ich habe ja immer noch das Ziel, die 200.000 Teile zu erreichen. Wir sind jetzt auf 194.477 Parts. Das ist gut. Haben halt auch schon 613 Bestellungen jetzt. Auch da war ein letztes etwas vor. Und wir sind kurz davor. Also wer was bei mir bestellt hat und war zufrieden, gerne bewerten. Weil ich bin kurz vor meinem roten Stein. Ich hätte schon gerne die 500 Bewertungen dann bald voll.
Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt quatsche ich noch 13 Sekunden, dann kriegen wir die 20 Minuten voll. Achtung! Ist egal. Knapp drunter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.